Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zum Profi-Walkthrough von Bloodborne. Wir stehen in der Arena des Bosses des oberen Kathedralenbezirks. Das ist, das kann ich schon mal jetzt verraten, der mit Abstand leichteste Boss des Spiels, des Hauptspiels. Was merkwürdig ist, weil eigentlich sind wir ja schon so eigentlich im Endgame und da erwarten wir eigentlich andere Herausforderungen. Aber hey, es darf auch mal ein kleines bisschen entspannter sein, oder? Jedenfalls empfehle ich euch, eine Blitzwaffe herzunehmen. Entweder ihr nehmt den Tonitrus oder ihr nehmt Blitzpapier. Das werde ich jetzt mal tun. Denn hier habe ich dann nämlich auch die Chance, mit einer ausgezogenen Waffe, ausgeklappten Waffe zu hantieren, was ich vor allen Dingen in der ersten Phase des Bosses brauche. So, womit bekommen wir es zu tun? Dem himmlischen Gesandten. Oder den himmlischen Gesandten, wenn man so will. Denn es sind eine ganze Menge von diesen komischen Aliens. Und wie gesagt, die sind alle sehr blitzanfällig. Aber irgendwie haben die scheinbar nichts mit dem Boss zu tun, denn er nimmt keinen Schaden. Was ist hier los? Ganz einfach. Das sind seine Minions. Und je mehr ihr von denen erledigt, umso besser. Allerdings spawnen immer wieder neue. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist herausfinden, wer ist der Boss. Und das lässt sich ganz einfach herausfinden. Aber zuerst müssen wir so ein kleines bisschen aufräumen in der Menge. Sonst rennen die uns die ganze Zeit hinterher. Es gibt nämlich einen, der gar nichts tut. Ihr seht, der hier. Und das ist der Boss. Und ihr seht, plötzlich nimmt auch er Schaden. Au. Na, 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 na. Nicht einkerkern lassen, Daniel. Wie gesagt, ihr könnt die umhauen, wie ihr wollt, aber es kommen halt immer neue. Nur so ein paar solltet ihr umhauen, weil sonst werdet ihr so eingekerkert wie ich. Nicht cool. So, jetzt können wir mal den Tonitrus ausprobieren. Der tut natürlich auch seine Arbeit. Verbraucht nicht allzu viel Zeit, um diese ganzen Burschen hier umzuhauen, denn wie gesagt, es kommen ja immer neue. Na, 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 wo bist du? Da. Wenn ihr ihn auf die Hälfte seiner Leben runtergeballert habt, wird's gefährlich. Zumindest gefährlich her. Aber jetzt müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen aufräumen. Gut ist, dass der Boss erstmal in diesem Fall nichts tut. Jetzt müsst ihr Abstand nehmen. Autsch. Es nimmt keinen Schaden. Also ihr nehmt keinen Schaden. Aber jetzt ist er schon deutlich größer. Und jetzt auch etwas mobiler. Und er attackiert uns jetzt auch. Auf jeden Fall müssen wir jetzt umso dringlicher seine ganzen Minions umhauen. Am besten wieder mit einer ausgefahrenen Waffe. Autsch. Und ihn einfach umkreisen, immer von hinten hauen. Ihr seht, er nimmt ordentlich Schaden, wenn er mit Blitzpapier draufhaut. Au. Ja, okay. Jetzt bin ich schon wieder eingekreist. Ach. Wir könnten uns jetzt wieder um seine Minions kümmern, aber er hat fast keine Leben mehr, deswegen rennen wir hin. Und geben ihm den Rest. Dann sind nämlich auch seine kleinen Biester kaputt. So. Wir bekommen die neue Version der Kommunion. Sehr gut. Eine neue Rune. Ich habe es jetzt ein bisschen umständlicher gemacht, als man es sonst so tun sollte. Es hat jetzt länger gedauert als gedacht, aber ich wollte einfach mal zeigen, was, worauf man achten sollte. Mit welchem Tempo ihr vorgehen solltet, mit welcher Balance zwischen ich erledige alle und konzentriere mich auf den Boss, sodass ihr das so ein bisschen mitbekommt. Das war's hier schon mit dieser Episode. Hier ist das Leuchtfeuer. Wir gehen jetzt in den Hunter-Stream, leveln auf und dann geht's schon weiter, denn hinter diesem Fenster wartet bereits schon der nächste Boss. Juhu! Sehr spektakulärer Boss und ein mit Abstand deutlich schwererer Boss als das, was wir hier gerade erledigt haben. Genau. So, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen, bin gefeiert zum Abschied und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!